Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hoferinnen, liebe Hofer, liebe Freunde des Schlappentags von nah und von teilweise auch ziemlich fern. Liebe Handwerker, liebe Schützen, liebe Vertreter der Partner- und Freundestädte Hofs, liebe Frau Schützenkommissarin, liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Schlappenkönigin Eva Döhler und liebe Ehrengäste alle. Wir haben heute noch recht viel vor. Deswegen verzichte ich persönlich darauf, alle Ehrengäste einzeln zu begrüßen. Ich hoffe, dass ich durch meine Ansprache vorher jeden mindestens zweimal erfasst habe, zum Beispiel als Ehrengast und Freund des Schlappentags. Doppelte Begrüßung sollte ausreichen. Nehmt es mir nicht übel, wir haben wirklich noch viel vor. Kulturerbe in der Liste des Bayerischen immateriellen Kulturerbes. Der Hintergrund, wir sind alle heute ganz fröhlich, aber der Hintergrund ist ernst. 1430 haben die Hussiten, die wir gestern auf der Hussitenführung schon gesehen haben und die auch heute im Festzug ganz freundschaftlich verbunden mit Land laufen, Hof gebrandschatzt und Hof lag da nieder, ähnlich wie Bayreuth. Und man wandte sich hilfesuchend an den Markgrafen. Der Markgraf hat das gegeben, was man heutzutage Subventionen nennen würde. Er hat nämlich Steuerbefreiung für die Stadt Hof gewährt für den Zeitraum, ich glaube, von 10 Jahren. Um den Wiederaufbau zu ermöglichen. Im Gegenzug hat der Markgraf verlangt, dass Hof wehrhaft werde, dass so etwas nicht wieder passiere, dass irgendein Haufen marodierender Hussiten oder anderer Nachfolgerorganisationen die Stadt einfach mal so im Handstreich einnimmt. Er hat deswegen zur Auflage gemacht, dass eine Schützenkompanie gegründet wird. Und seit 1432 schießt diese Schützenkompanie der Überlieferung gemäß. Aus Bürgern der Stadt zusammengesetzt, und das waren mehrheitlich Handwerker. Natürlich ist keiner wirklich begeistert, wenn er eine zusätzliche Dienstpflicht aufs Auge gedrückt bekommt. Und so hat er sich eingebürgert, dass man, ähnlich wie Juristen das machen, die Sachen auf den letzten Drücker macht. Ich kann davon sprechen, ich bin Jurist. Und Fristen sind zum Ausnutzen da und nicht, um sie rechtzeitig irgendwo zu erledigen. Und deswegen ist am letztmöglichen Schießtag, am Montag nach Trinitatis, die gesamte Handwerker- und Bürgerschaft zusammengekommen, in der Regel relativ unmotiviert und in den Arbeitsklamotten, auch mit den damaligen Holzschuhen. Und daher kommt der Begriff Schlappentag. Man hat den Dienst an der Gesellschaft verrichtet, man hat geschossen, mehr schlecht als recht. Und danach konnte man sich an gutem Bier ergötzen und gesellig beisammen sein. Das gute Bier haben damals noch die Schützen selber hergestellt, die relativ früh das Braurecht bekommen haben. Privilegierten Scheibenschützen und allen Vertreterinnen und Vertretern der Hofer Schützenvereine und des Handwerks gleich ganz herzlich danken. Ohne Sie, ohne euch wären wir hier nicht so zusammen. Ihnen allen Dank. Danke. Der Applaus ist für die, die es machen und die die Fackel weitertragen. Ihnen allen heute hier ein herzliches Willkommen zum 592. Schlappentag. Im Namen des Stadtrats, der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft darf ich Sie herzlich begrüßen hier vor unserem historischen Rathaus, das wirklich eine wunderbare Kulisse ist für diesen historischen Tag. Manche denken schon, das war immer so, dass man sich hier trifft. Aber man hat sich nicht immer vor dem Rathaus versammelt. Bis zum Jahr 2002 gab es einen Empfang oben im Sitzungssaal im zweiten Stock. Da ist schon ordentlich Platz, aber das war so überfüllt und Sie alle hätten dort keinen Platz gefunden. Und ich finde es sehr viel schöner für einen städtischen Nationalfeiertag, wenn einfach für jeden und für jede Platz ist und wenn alle Bürgerinnen und Bürger willkommen geheißen werden können. Da war es ein sehr guter Vorschlag, dass man hier die Bevölkerung einlädt und genauso wie es 5 Jahre zuvor auch eine sehr gute Idee war, das Schlappenschießen so in Anlehnung an den historischen Anlass wieder einzuführen. Und auch das ist jetzt heute schon Tradition geworden. Also wir sehen, Traditionen entstehen und kommen und Traditionen verändern sich auch. Blauen und aus Schepp. Schön, dass ihr da seid. Welcome. Freundinnen und Freunde aus Neukölln und aus Pegnitz,
aus Bayreuth, aus dem Landkreis Hof, Ehrenbürger und auch erstmals, jetzt komme ich zu einer namentlichen Begrüßung, ist unser Regierungspräsident da, Herr Florian Luderschmidt. Und da haben wir praktisch neben dem historischen Markgrafen jetzt auch den aktuellen Herrscher aus Bayreuth unter uns. Ich freue mich sehr drüber, die Kästchen sind. Das ist ganz spannend. Ja, also ich zeige sie mal. Martin Luther ist hier abgebildet auf dieser Münze. Ich darf sie dem Lars Neumann übergeben zur geflissentlichen Verwendung. Ich danke sehr herzlich. Tief in die Geschichte eintauchen. Dem Adrian Rossner ist es ja gelungen, eine Urkunde bzw. deren Abschrift aus einem Akt des Geheimen Hausarchivs der Plassenburg aus dem 17. Jahrhundert zu finden. Ein wunderbares Fundstück und es zeugt, lieber Adrian, von deinem unermüdlichen historischen Forscherdrang. Das ist eine Quelle, die lang gefehlt hat und die man in der Stadt vermisst hat. Aus der Quelle werden wir nachher den Text hören. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich darf abschließend uns allen einen schönen, einen fröhlichen und einen friedlichen und einen würdigen Schlappentag 2024 wünschen. Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hoferinnen, liebe Hofer, liebe Gäste aus nah und fern, der Markgraf war beim Jung, als ihm die Bitte aus Hof erreicht hat, dass er Geld braucht. Deswegen ist er tatsächlich in seinem Jagdoutfit heute mal aufgetreten, weil er natürlich postwendend herbeigeeilt ist, um seiner liebsten, seiner treuesten Stadt unter allen Städten sofort die Ihnen 30 im Originalwortlaut. Und weil sich darunter immer kein Mensch was vorstellen kann, darf ich kurze Abschnitte davon auch gleich noch so übersetzen, dass man einigermaßen versteht, worum es eigentlich geht. Ja? Den Brief gebe ich nachher an den Florian Luderschmidt weiter. Nicht nur mein Nachfolger im Amt, sondern auch mein lieber Nachbar. Das heißt also, er kann ihn dann quasi gleich in moderner Form an Hof wieder zurückgeben, mit entsprechenden Fördermaßnahmen natürlich. Ich darf das sagen, lieber Herr Luderschmidt, als Gast dieser Stadt. Wir, Friedrich, und wir, Johannes, sein Sohne, von Gottes Gnaden, Markgrafen zu Brandenburg und Burggrafen zu Nürnberg, bekennen öffentlich und mit diesem Brief für uns und für all unsere Erben, gehen aller Männlichen, die ihn sehen, hören oder lesen. Ist ganz einfach, ne? Der Markgraf sucht jetzt erst einmal, was Sache ist, und alle, die danach kommen, haben das mitzutragen. Wann wir wohlbedacht und merklich erkannt haben, solch manchfältig verdürblich und groß Schäden, so denn unser Liebe, getreue Bürgermeister, rate und gemeine, reich und arm, gemeiniglich unserer Stadt zum Hofe Itzund von der Hussen mit Namen brannte und andern Schäden genommen und empfangen haben. Hast also, Hof geht's schlecht, zusammengefasst. Ja, und zwar, welche die Hussen, das erkennen wir jetzt das erste Mal an. Und wenn wir auch derselben, der unseren zum Hofe aufnehmen, bauen und der genannten Stadt Beschützungen und Besserung je gerne sehen, dass sie ohne unsere hülflich Freiunge wieder zu bauen und sich zu befesten nicht vermögen. Heißt also, wir hätten es schon gern sehen, dass Hof sich wieder selber herrichten kann und dass die Hoferinnen und Hofer das wieder aufbauen, bloß schaffen sie das halt nicht ohne den Markgrafen und deswegen bin ich heute hier. Ja? Dankeschön, wenigstens Arne. Christian, Dankeschön. Dankeschön. Man kann den Brief auch wieder mitnehmen, gell? Also jetzt müsst ihr schon noch öffnen. Noch habt ihr ihn nicht überreicht bekommen. Ne? Und uns daher demütlichen und fleißiglichen gebeten haben, dass wir sie etliche Jahr für alle Steuern und Beete freien wollten. Das heißt, also die Hof, ja, Dankeschön, Patrick. Ist nur, dass du der Stadtrat klatscht. Ne? Das heißt also übertragen, deswegen gebe ich diesen Brief dann gerne an den Florian Luderschmidt weiter. Hof möchte für, Zitat, etliche Jahre befreit werden von allen Steuern und Abgaben. Das ist schon mal super. Ne? Das kann man schon mal festhalten. So. Also haben wir angesehen und erkannt solch ihr verdürblich Schäden. Name und Brand und auch ihr fleißig beten, sie solcher Schäden zu ergetschen. Das heißt also,
Wir haben uns das angeguckt, wir haben gesehen, Hof ist wirklich wohin. Das heißt also, das Geld habt ihr euch verdient und ihr bekommt's auch. Und dass sie desto ihr Stadt und ihr Häuser zum Hofe befesten und gebauen mögen und sollen. Und haben sie von sonderlichen Gnaden gefreiet und begnadet, 10 ganze Jahr nächst aneinander kommende. Alle Steuer und alle Bete freien und begnaden sie auch damit in Kraft dieses Briefes und zur Urkunde mit unseren anhängenden Insiegel versiegelt, der gegeben ist zu Kadolzburg am Montag nach dem Sonntag Invocavit in der Fasten, nach Christi unseres Herrn Geburte, 1400 Jahre und danach in dem 30. Das heißt also, liebe Hoferinnen, liebe Hofer, 10 Jahre Steuerbefreiung kriegt ihr von mir. Steuern auf das Bier entfallen. Das heißt also, lieber Kurt, haut nein. Alkoholsteuer fällt weg, Mehrwertsteuer fällt weg, kostenloses Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen. All das darf ich euch, Dankeschön, darf ich euch an dieser Stelle geben, auf dass die Stadt Hof so schön wieder aufgebaut wird, wie sie von den oder wie sie vor den Hussen ausgesehen hat. Zum Ende darf ich noch ganz kurz um einen frenetischen Beifall und vor allem um einen lauten Vivat-Ruf bitten, immer wenn ich das Zeichen dafür gebe, weil ich denke, heute ist auch der Tag, die historischen Traditionen zu bewahren. Deswegen auf die stolzen Handwerker der Stadt Hof, des Landkreises Hof, auf diejenigen, die unsere Traditionen aufrechterhalten, auf das stolze Handwerk ein dreifaches Vivat, 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 auf unsere Schützen, die die Tradition in Hof bis heute tragen und zu deren Ehren wir diesen Tag heute feiern. Ein dreifaches Vivat, Vivat, Vivat! Und zum Ende auch auf unsere stolze Stadt Hof, auf ihre Bürgerinnen und Bürger, auf unsere so wunderbare Heimat, die uns gerade in aufgewühlten Zeiten immer gern und gut als Hafen dient und in der wir uns wohl und sicher fühlen dürfen und können. Auf unsere Stadt und unsere Heimat ein dreifaches Vivat! 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 Ich bedanke mich. Diese Tradition ist nicht nur ein Ausdruck von Demut und Dankbarkeit, sondern auch ein Zeugnis der tiefen Verbundenheit unserer Handwerker mit der Stadt Hof und ihrer Gemeinschaft. In der heutigen Zeit, in der schnelle, billige Massenproduktion oftmals die Handwerkskunst verdrängt, ist es wichtiger denn je, die Werte des Handwerks hochzuhalten. Handwerk steht für Qualität, Individualität und Nachhaltigkeit. Jeder Handwerker und jede Handwerkerin unserer Erinnerungsbetriebe trägt mit ihrer Arbeit dazu dar, dass unsere Traditionen lebendig bleiben und dass wir auch in einer sich rasch verändernden Welt eine feste Grundlage haben. Die Tradition des Handwerks und des Schlappentags in Berührung zu bringen, haben die Veranstalter, das Hofer Handwerk, die privilegierte Scheibenschützengesellschaft, die Brauerei Schertl und die Stadt Hof, auch in diesem Jahr wieder einen Mal- und Bastelwettbewerb ausgelobt. In diesem Jahr standen die Schlappen mit dem Motto »Zeigt uns eure Lieblingsschlappen« im Mittelpunkt. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Aus den Einsendungen haben wir gemeinsam eine Gewinnertagesstätte gekürt. Der Kindergarten darf sich, um weiterhin bei einer schönen Hofer Tradition zu bleiben, über den Besuch des Hofer Wäschlermoors freuen. Der Gewinnerkindergarten hat uns mit bunten und kreativen, selbstgebastelten Schläppchen überzeugt, die Sie hier in Augenschein nehmen dürfen. Also der Kindergarten hat schon mehr geschafft, das ist nur ein Exemplar. Einigkeitskirche, herzlichen Glückwunsch. Eine Auswahl der eingesandten Werke können Sie übrigens auch in der Touristinformation nebenan im Schaufenster begutachten. Ich wünsche uns nun allen einen unvergesslichen Schlappentag und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an die Grußredner. Ich weiß nicht, wer kommt, Herr Nierhoff? An Herrn Nierhoff vielleicht aus Begnitz, aus unserer Schlappentagspartnerstadt Begnitz. Herzlich willkommen. Wunderbar, dass du heute da bist. Und ich finde, da habt ihr einfach die Ehre verdient, dass wir euch ein kleines Geburtstagsständchen miteinander singen. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Gewieder gemacht haben. Du warst mit in der Jury am Pegnitzer Bratwurst.
Gipfel gesessen und hast da auch mit kosten dürfen. Also die ist außer Konkurrenz gelaufen, aber die hätte auf jeden Fall definitiv auch die Preise mit abgeräumt, lieber Christian, das kann man an der Stelle sagen. Wir lassen uns immer wieder was einfallen und ich finde, diese Tradition wird auf jeden Fall die nächsten 592 Jahre auf jeden Fall auch von Bestand sein. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wenn ihr immer wieder zu uns kommt und wir immer wieder zu euch kommen, nächste Veranstaltung, 12. Juli, wo wir uns in Pegnitz am Stadtfest, der Freitagabend ist immer der sogenannte Schlappenabend, nicht der Schlappentag. Da hatten wir uns irgendwann einmal gesagt, Moment einmal, Schlappendorf, das gibt's bei euch. Und das ist das Ganze erst, ne, easy zustande gekommen, weil man gesagt hat, die wollen hier die feindliche Übernahme machen. Jetzt haben wir uns über 500 Jahre gewehrt, gehe ich ja alles, was von außen gekommen ist, und jetzt denen die Bänge zu kommen und denen uns das wegnehmen. Nein, nicht der Fall. Wir wollen einfach zusammen mit euch feiern und von daher gesehen freue ich mich auf viele, viele Jahre, wo wir das noch miteinander machen können. Und jetzt, normalerweise, zweimal singen macht man nicht, das ist mir klar, aber auch das haben wir gesagt, machen wir als Tradition, dass wir für die Zukunft unser, das für Pegnitz stehende Lied einfach auch, wir sind eine alte Bergwerkstatt, auch miteinander zum Besten geben. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde es kurz vorsingen und dann... Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. War der jetzt schon so weit? Jetzt bitte mit Kapelle. Heute auch wieder wie im letzten Jahr eine Freude, den Bürgerschlappenkönig zu verkünden, zu proklamieren und zu präsentieren. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern des Bürgerschlappenschießens bedanken für die Disziplin, für den Andrang am Schießstand. Ich muss sagen, wir hatten heuer ein Rekordergebnis mit über 200 Schützen. Ja, das ist einen Applaus wert. Sie können auch gut schießen. Ich habe mir schon überlegt, ob wir im kommenden Jahr vielleicht nicht den Titel ändern sollten, um es internationales Bürgerschlappenschießen zu nennen. Denn wir haben tatsächlich heuer Gäste, eine Vielzahl aus Wien ist angereist, aus den USA, aus Bayern sowieso und aus dem Hofer Umland. Das hat mich besonders gefreut. Wir wissen, bei uns darf jeder mitschießen. Wir stellen nur zwei Fragen. Es ist uns die Herkunft egal, es ist uns die Religion egal. Wir fragen nur nach dem nach der Nüchternheit und nach dem Alter, aus juristischen Gründen. Ansonsten alles frei, jeder ist herzlich willkommen. Nach vorne bilden. Ich habe ihn schon gesehen. Gut, er ist natürlich zugegebenermaßen nicht ganz ungeübt. Ich glaube, das war sogar sein erster Schuss und der saß wirklich. Also wir haben also durchaus auch die Glückskomponente dabei. Und das müssen wir neidlos anerkennen. So, eine Zitrone gibt es von mir nicht, lieber Markus. Einen Händedruck. Wir müssen uns durchaus mal überlegen, ob wir auch mal eine Insignie schaffen, die dann weitergeht. Ne? Bikefreiheit und so weiter, das müssen wir dann hier mit unserem Historiker oder mit der Stadtführung ausmachen. Vielleicht klappt's noch. Freue mich von ganzem Herzen. Glückwunsch meinerseits und bitte vertrete uns auch gut diesbezüglich. Ne? Wenn ich den Schlappenkönig, den neuen, proklamiert habe, würde ich die Teilnehmer am Festzug bitten, sich langsam aber sicher zu gruppieren, dass wir dann irgendwann auch den Befehl zum Abmarsch erteilen können. Ich hoffe, den Verantwortlichen der einzelnen Abteilungen ist ungefähr bewusst, wo sie sich räumlich einzufinden haben. Ein Wort noch zum Festzug. Es ist wirklich was Besonderes, dass wir am Montag einen so reich bestückten Festzug haben. Und was besonders besonders ist, wir haben heute die bayerische Bierkönigin, die den Schlappentagsumzug mit. Ja, auf herzlichen Dank, Linnea Klee. Sie sind Braumeisterin, nicht wahr? Nicht Meisterin, aber Brauerin. Und eigentlich hätte eine Brauerin heute auch was anderes zu tun, nämlich brauen. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute hier sind und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Schlappentag zusammen mit uns und vielen, vielen Dank. Die Spannung künstlich in die Länge zu ziehen, hier schon einmal die Zitrone. Die Zitrone bekommt noch nach alter Tradition der Gewinner des Schlappenschießens. In der Vergangenheit waren Südfrüchte wertvoll und wenn der Mann
relativ angeschlagen nach Hause kam, früher haben ja nur die Männer geschossen, wenn der Mann relativ angeschlagen nach Hause kam, konnte er der Frau zumindest eine Zitrone in die Hand drücken. Und wenn er Glück hatte, hat sich die Stimmung dann gebessert. Eine unbehandelte Zitrone, sie sieht nicht so schön aus wie das letzte Jahr, aber ist dieses Jahr für Cocktails besser geeignet. Wir fangen an. Wir haben der Tradition gemäß drei Schlappenkönige, davon sind zwei Vize. Alle werden mit dem Privileg der Stadt Hof ausgestattet, kostenlos zu parken. Die Vize ein halbes Jahr und damit sich das lohnt, Schlappenkönig zu werden, der König ein ganzes Jahr. Wir fangen an mit dem dritten Platz. Mit einem Teiler von 141. Wer nicht weiß, was ein Teiler ist, ist in guter Gemeinschaft. Das werden wahrscheinlich nur die Schützen wissen. Ein Teiler gibt den Abstand von der Mitte der Schießscheibe an, in Hundertstel Millimeter. Mit einem Teiler von 141, also schon relativ gut mittig, wer rechnen möchte, das ist ein bisschen mehr als ein Millimeter, darf ich unseren Stadtschützenkönig Markus Glaser nach vorne bitten. Zweiten Sieger des Schlappenschießens ein bisschen Blödsinn mache. Ich habe im Vorfeld, man will ja sicherstellen, dass die Sieger des Schlappenschießens hier auch anwesend sind, potenzielle Kandidaten angesprochen. Und mit einem habe ich gesprochen und habe ihm gesagt, du bist bitte morgen früh am Rathaus. Und da hat er gesagt, wieso? Weil ich Geburtstag habe. Und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich. Und ich habe mir überlegt, machen wir es aus dem Geburtstag? Nein, aber es ist schön, dass er heute Geburtstag hat. Aber es ist wichtiger, dass er Zweiter geworden ist. Ich bitte auf die Bühne Herrn Karl-Ludwig Rieck. Ist, weil er angerufen wurde und noch nicht auf die Bühne gebeten wurde, könnte ich natürlich sagen, ich habe auch ein paar mehr angerufen, um sicherzustellen, dass wir irgendjemanden da haben. Also, nein, aber ich mache es jetzt nicht künstlich lang. Patrick Leitl, wir hatten telefoniert, ich habe sonst niemanden angerufen. Ich würde Sie bitten, auf die Bühne zu kommen. Also, bevor ich die Kette gleich anlege, müssen wir feststellen, herzlichen Glückwunsch, müssen wir feststellen, dass... Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Die Urkunde mit einem Jahr kostenlos parken. Ich hoffe, das Nummernschild habe ich richtig gelesen. Das kann man ändern. Also nicht am Nummernschild, sondern im Ausweis. Die Zitrone... als Beleg, dass der Sonntagmorgen vernünftig genutzt wurde. Und einen Anstecker, ich habe noch einen zweiten, der liegt hier noch rum, das habe ich vergessen. Einen Anstecker, die goldene Schlappentagsnadel. So. Und dann, wir haben eben schon Wiewald gerufen. Jetzt bitte ich alle Anwesenden. Ich komme aus dem Norden. Hurra! 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 So, jetzt haben wir tatsächlich den offiziellen Teil des Schlappentags mit Ausnahme des Festzugs, der noch heil bis zum Schlappentagsgelände kommen muss, hinter uns. Ich danke allen, die diesen Tag möglich gemacht haben. Das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Allen, die ehrenamtlich sicherstellen, dass wir das Ganze auch in Zukunft hoffentlich noch machen können. In 8 Jahren haben wir 600 Jahre. Also wenn ihr wollt, dass es weitergeht, engagiert euch. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt und es wird immer, immer dringender. Engagiert euch. Ich danke dem ganzen Königsvolk, was hier auf der Bühne steht, was einen wunderschönen Rahmen für unsere Proklamation geboten hat. Und bitte jetzt tatsächlich den Festzug sich zu formieren, bis es losgeht. Es werden jetzt erst noch mal ein paar Fotos gemacht, das braucht die Presse. Dauert das noch ein paar Minuten, aber das ist bekannt. Ich wünsche uns einen schönen, trockenen, friedlichen Schlappentag mit gutem Bier, mit guten Gesprächen, mit möglicherweise auch angeregter Diskussion, aber in jedem Fall einen heilen Schlappentag und kommt alle gut nach Hause.
Alles, alles Gute und einen schönen Schlappentag. Viva, der lebe Hof, der lebe Hof! Und Karl Ludwig Regen ist zweiter, sozusagen der Vizeschlappenkönig hier. Freunde, Florian Luderschmidt, danke schön, dass er da ist. Danke, wenn uns helfen. Der Florian Luderschmidt hilft bei der Konsolidierung mit. Das haben wir uns beschlossen heute. Er wird uns die Steuern erlassen und die Braurechte noch mehr erweitern. So, das ist der Landkreis, der sich hier versammelt. Das ist ja herrlich hier. Dankeschön, symbolisch, schon klappen wir. Für die Majorets, danke, dass ihr hier seid und habt einen schönen Schlappentag bei uns, hier in Hof. Jetzt was hinten los, es hat alles seine Ordnung hier am Schlappentag. Natürlich ein freundliches Lächeln, das ist das Jugendblasorchester Krepp. Thorsten Grefe, herzlich willkommen, passt ein bisschen auf die Gäste auf und trinkt auch selber nicht zu viel. Schlappenbier ist dieses Jahr besonders gut eingebraut. Stefan Gressmann hat dafür gesorgt. Und so, Dankeschön, viel Spaß und den Schlappentag jetzt. Meister Marco Chemnitz hat heute schon zum Volk gesprochen. Star natürlich, herzlich willkommen, der Kreislandsweltmeister Christian Herpich, der Vizepräsident der Handwerkskammer. Und die Kreisbäuerin und der Kreisobmann
Elke und Ralf Prover sind auch heute mit dabei. Ist heute dachdeckerfreier Tag, würde ich mal sagen, ja? Heute mal bitte selber aufpassen, dass es nicht reinregnet. Und nach den Dachdeckern, ich sehe sie schon da hinten kommen, die Glücksbringer. Ach, erstmal die Zimmerer, das ist ja mit einem Dach für die Welt, beschützt von den Dachdeckern und den Zimmerern. Eng gefolgt von den Malern, denn das Haus muss ja auch schön bunt werden, meine Damen und Herren. Die Malerlackierer von Obermeister Christian Schlötzer angeführt. Die Metallbauer übrigens von Obermeister Markus Reingruber. Zimmerer, habe ich schon gesagt, Obermeister Udo Köppel. Die Fleischerinnung natürlich auch. Hallo, Kai Sachade, ja. Die Bäcker. Nicht nur von der Konditorei Vetter hier auf dem Schlappentag, auf dem Festgelände. Freut euch! Und das sind die, die uns Glück bringen, die lustigsten im Volk. Ja, die Kaminkehrer! Herzlich willkommen unter Obermeister Bernd Jahreis. Seid ihr heute wieder angerückt? Und wir freuen uns. Die Kosten steigen immer. Ich habe ja immer noch einen, der heute keinen Hexenausflug macht. Ja. So, wir freuen jetzt uns auf die Stadt Pegnitz. Da ist sie, die ist ja jedes Jahr da. Die Kaminkehrer kriegen zum Glück auch Bier. Jeder darf mal probieren. Guck mal, das ist das Schönste da. Andreas Reitl mitten unter den Frauen ist auch dabei hier von der Scherrelbrauerei und reicht das kühle Nass jeden, der kurz mal probieren will. Sich zusammengeschlossen zu dieser wunderschönen musikalischen Formation. Ja, Dirigent bin ich auch, herrlich. Und der Schirm wird aufgespannt hier. Ja, die Pegnitzer. Ah, und da ist er, mein Manfred, Manfred Tümmel. Herrlich, herzlich willkommen. Tümmler. Tümmler, ja, natürlich. Manfred Tümmler, hallo. Im Papamobil, wie wir gerade gesagt haben. Wir sehen uns gleich. Wolfgang Niemöller, Dankeschön. Das ist alles Gäste aus Pegnitz. Habt ihr eure Ausweise dabei? Zeigt mal bitte kurz. Ja, okay, weitergehen. Herzlich willkommen hier. Viel Spaß auf dem Schlappentag. Die sitzt in der Kutsche, die ist aber gut. Die Margot Pritsch wird gefahren heute natürlich. Die werden wir nachher nochmal ex. Ah. Herzlich willkommen hier. Bitte nicht zu viel Bier trinken, dann wird das Lachen zu einem Grinsen. Ja, bitteschön. Haflinger. Nein, stimmt nicht. Das hat der Günther Hornfeld gesagt, der gestern 75 wurde. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Günther Hornfeld, der Oberschützmeister der Premier. Wirklich, sehr gut. Ja, stopp. Nein, dann,